Sie sehen keine Mohammed-Karikaturen in irgendwelchen Zeitungen. Sie sehen Jesus-Karikaturen schon seit vielen Jahrzehnten in allen möglichen Zeitungen. Aber Mohammed-Karikaturen traut sich, außer Charlie Hebdo, die haben noch mal welche gemacht im Nachgang, aber traut sich ansonsten niemand, weil den Leuten klar ist, die Politik schützt sie nicht, sie geht nicht klar gegen den radikalen Islam vor, sondern sie verharmlost ihn. Und ganz klar sagen uns das auch die Asylbewerber, die nach Deutschland gekommen sind, die wirklich geflohen sind, die wirklichen Flüchtlinge.